This is one of the, I would say, three greatest conductors we have. After the concert, you feel that there's something very unique. Er hat in der Lettischen Oper das Eröffnungskonzert aufgemacht und ich dachte, boah, es ist so toll. And the same heart and fire that he puts into his music, that same warmth comes through in his relations to people. This is a surprise. Ein großer Dirigent ist auf der ganzen Welt zu Hause. Und so feiert Maris Jansons seinen 65. Geburtstag mitten in Amsterdam. Den ganzen Tag über hatte er mit dem Konzertgebauorchester geprobt. Jetzt am Abend wollten ihn seine Freunde mit einer Feier überraschen. Den Grenzgänger Maris Jansons, der im Kommunismus aufgewachsen ist und mit dem Taktstock in der Hand zum Weltstar wurde. Maris Jansons probt Beethoven mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Probenarbeit, sagt man in der Musikwelt, ist Jansons große Stärke. Es geht ihm nicht um die Noten, sondern darum, was dahinter steckt, Gestalt und Atmosphäre. Der Erfolg war jüngst in einer Umfrage unter den wichtigsten Musikkritikern der Welt zu sehen. Die wählten das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf Platz 6 der 20 besten Orchester. Nein, wie ein Weltstar wirkt er nicht, wenn er wieder mal auf Reisen ist. Immer die Noten und Akten dabei und rastlos. An diesem Tag ist es der Schnellzug nach Wien. Keine Ruhepause, sondern Besprechungen mit dem Vorstand des Orchesters. Denn vieles muss da geregelt werden. Hotels, Konzertsäle, Instrumententransport, Reiseplanung. Oft sind sie bis zu 2 Wochen lang unterwegs. Es geht aber auch darum, welche Werke von welchen Komponisten dem Publikum präsentiert werden sollen. Jansons genießt den Ruf, vorzugsweise tiefgründige Werke in der Musik zu suchen. Aber seine Bandbreite ist größer und Schubladendenken, das mag er gar nicht. Wir müssen nicht snobbisch sein, arrogant und ignorieren, sagen, okay, ich mache das Konzert. Na, ganz umgekehrt, wir müssen sehr ein schönes Konzert machen. Das Publikum ist begeistert und denkt, oh, diese klassische Musik ist wirklich gut. Thank you.
Maestro Jansons hat etwas ganz Einmaliges. Das ist, dass seine Art, Musik zu machen, so natürlich ist. Ich meine, da sind so viele Dinge miteinander verbunden in seiner Kunst. Aber wenn er auf der Bühne steht, dann ist es, wie wenn alles von seinem Herzen kommt. Spontan. Aus dem Augenblick heraus. Und er gibt uns Künstlern so ein angenehmes Konzertgefühl. Eins mit so viel Herzblut und Seele. Diese Seele versucht Jansons sogar bei Open-Air-Konzerten zu transportieren. Wie hier beim Konzert zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Die Kommunikation zwischen Dirigent und Musikern, wenn sie denn gut funktioniert, lässt ein gutes Konzert zu einem fantastischen Konzert werden. Um solche Mega-Events kommen sie alle nicht herum. Die Solisten nicht und die Dirigenten nicht. Also hat Jansons sich damit abgefunden. Ich nehme das nie als Show. Ich nehme als dein erstes Konzert, aber ich verstehe, wo ich spiele und für wem ich spiele. Konzerte rund um den Erdball. Ein Dirigent muss Weltmensch sein. Ein anstrengendes Leben ist das, mit wenigen Ruhephasen. Ehefrau Irina ist immer an seiner Seite. Sie ist die Konstante in Jansons Leben. Das ist natürlich kein normales Leben. Ich hätte nie gedacht, dass so ein ruhiger und leiser Mann, wie er von außen wirkt, ein solcher Vulkan sein kann. Natürlich, die ganze Zeit passiert etwas. Wir eilen irgendwo hin, uns verschlägt es mal nach Australien, mal nach Japan, mal nach Brasilien, mal nach Wien. Das ist natürlich kein normales Leben. Und das macht auch manchmal ein wenig müde. Aber es ist dafür immer sehr interessant. Eine heilige Stadt nennt der Dirigent die Hauptstadt Österreichs. Er weiß, dass das idealisierend ist. Aber für die Musiker ist Wien das Eldorado. 1969 durfte Maris Jansons zum ersten Mal aus der Sowjetunion nach Wien reisen. Eine Sensation. Im Musikverein, dem heiligen Gral der Konzertseele, war Jansons damals auch oft. Ohne Geld, als armer russischer Student. Aber die Billetteure kannten ihn schon. Und so erlebte er hier die besten Orchester und Dirigenten der ganzen Welt. ...2006 dirigierte Maris Jansons das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Das ist das Maximum, was man in einem Dirigentenleben erreichen kann. Es gibt keine Karten weltweit, die teurer sind. Alles, was in der Gesellschaft Rang und Namen hat, will mit dabei sein. Und draußen an den Bildschirmen und vor den Radios sitzen rund 1 Milliarde Menschen. Wenn das Publikum sehr, sehr enthusiastisch, dann sie sind glücklich. Und wir haben einen wunderbaren Beruf. Wir machen Musik, was ist eins von den schönsten Berufen in der ganzen Welt. Beethoven, 7. zweiten Satz. Nicht schön am Anfang. Man fühlt nicht diese Sorge. Konzertierte schöne Klang, erste Note. Bleiben Sie bitte in dieser Stimmung, alle in dieser Stimmung bleiben. Wieder, schön. Nehmen Sie diesen Klang.
Jetzt diesen Klang, Bratschencelli. Nein, das ist zu realistisch. Das muss irgendwo, ich weiß nicht. So. Ganz gewichtlose Bogen, gewichtslose, und hier bitte, diese Stelle. Und noch weniger realistisch Klang. Diese, ich weiß nicht, denken Sie, ist das ein Flageolett, oder ich im Himmel, ich weiß nicht, was singe, aber nicht auf der Erde stehen, ja? Nochmals. Ah, ja, 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 ja. Oh, wunderbar. Okay, und jetzt linke Hand. Am 17. Juni 1940 rollten sowjetische Panzer durch die Hauptstadt von Lettland. Aufgrund einer Zusatzvereinbarung im Hitler-Stalin-Pakt entstand die lettische Sowjetrepublik. Nicht lauter, ne? ...1941, zwei Jahre vor Maris Jansons Geburt und nach dem Angriff auf die Sowjetunion, hatten deutsche Truppen das Gebiet um Riga erobert. Als die sowjetischen Truppen von der deutschen Armee aus dem Land gejagt wurden, hatten wir wieder eine Besatzung. Lettland verschwand 1940 von der Landkarte. Es war das deutsche Ostland. Wenig später entstand das Ghetto von Riga. Auf engstem Raum lebten hier in der sogenannten Moskauer Vorstadt 30.000 Juden. Während der deutschen Besatzungszeit haben sie nicht nur Juden aufgegriffen, sondern auch alle, bei denen nur ein Elternteil jüdisch war. Und unter diesen Umständen war es natürlich auch für solche Familien sehr gefährlich. Meine Mutter hat verloren seinen Vater und Brüder in Riga im Ghetto während des Krieges. Und das war auch nicht eine große Gefahr, dass sie auch als Judin könnte natürlich ermordet werden. Iraida Jansons, die Mutter, hatte sich aus Angst vor den Nazis irgendwo in der Stadt versteckt. Dort brachte sie am 14. Januar 1943 Maris Jansons zur Welt. Meine Mutter war eine Sängerin in Riga Open Theater, Vater war Dirigent in Riga Open Theater und sie haben keinen Babysitter gehabt und sie haben mich immer mitgenommen und ich war den ganzen Theater im Open House und das war wie mein Haus. Die Eltern von Maris Jansons waren in Riga bekannte Leute und prägten rund um das Opernhaus ganz entscheidend das Musikleben in der Stadt mit. Der kleine Maris kam so ganz früh mit der Musik in Berührung und er bekam so auch seine Prägung für das spätere Leben. Dann kam ich nach Hause und dann hab ich angefangen zu spielen, dass jetzt ich bin Dirigent und ich dirigiere diese Probe oder diese Vorstellung. Dann habe ich genommen verschiedene Hosen, verschiedene Hemden, so das wäre zum Beispiel mein Frack oder ein Probenanzug. Dann bin gesessen auf dem Stuhl und habe zwei Stück Chords genommen, habe gespielt, dass ich bin jetzt Konzertmeister. Ich spiele diese Oper und diese Ballett-Solo und hier war ein Buch, das waren die Noten. So eine große Fantasie. Vom Vater, Arvid Jansons, bekam Maris den ersten Geigenunterricht. Es war ein musikalisches Haus, in dem Künstler von Weltrang aus- und eingingen. Von seinem Vater erinnert sich Maris Jansons später dankbar, habe er ein Leben lang gelernt. Dann war eine Periode, wann ich wollte ein Fußballspieler werden.
Weil dort, wo ich gewohnt habe, in unserem Haus, lebte der Haupttrainer von der besten Fußballmannschaft von Riga. Nun, wir alle, die Knaben natürlich, haben Fußball gespielt und so. Wir haben ihn gebeten, einmal mit uns zusammen spielen und so. Er ist gekommen und hat uns 2 Stunden Unterricht gegeben, gespielt. Ich habe gefunden, ich spiele sehr gut Fußball. Ist zu meinen Eltern gekommen und hat gesagt, lassen Sie, dass Ihr Sohn jetzt geht in diese Sportschule. Das ist spezielle Schule, so ungefähr wie Musikschule, aber mit so Sport. Die haben sie, um Gottes Willen, er wird ein Musiker sein, nicht vergessen. So gab es keine Fußballkarriere. Maris Jansons ist Musiker geworden. So wie viele seiner Landsleute. Das kleine Lettland im Baltikum hat gerade mal 2 Millionen Einwohner. Aber auf diese Zahl gerechnet eine stattliche Anzahl von Schauspielern, Regisseuren und eben Musikern, die es weit über die Grenzen hinaus zur Berühmtheit geschafft haben. Das hat zu tun mit der Musiktradition in Lettland und mit dem Drang, auch als kleine Nation wahrgenommen werden zu wollen. Die Liste der lettischen Prominenz ist lang. Neben Maris Jansons, der Cellist Mischa Majski, der Geiger Gidon Krämer und die Mezzosopranistin Elina Garanča. Tempo is okay. So, I talk for them. B accent, yeah? B, ri, yeah? Yeah. Klavierprobe zu einem Festivalkonzert mit den Berliner Philharmonikern. Der Altmeister und der Nachwuchsstar. Er sieht ein bisschen ähnlich an meinem Vater. Und wo ich ein ganz, ganz kleiner Kind war, habe ich im Fernseher manchmal, also wirklich als kleines Kind, habe ich gesagt, das ist mein Papa, jetzt dirigiert. Nein, nein, er dirigiert doch kein Orchester. Also irgendwie eine Gesichtsähnlichkeit gibt es. Und wenn ich ihm dann zuschaue, manchmal bei den Proben mit der Brille, also habe ich wirklich so ein vaterliches Anziehungskraft an ihm. Was auffällt, ist, beide wollen nicht hören, dass sie Stars sind. Beide ruhen sich nicht aus auf dem Gipfel des Erfolgs. Und beide sagen, das wäre eben die lettische Mentalität. Maestro Jansons ist ein unglaublicher Arbeitstier, würde ich so sagen. Bei ihm, also er ist unermüdlich, nimmer und niemals vor dem Konzerten, in den Pausen oder nach dem Konzerten sagt, also diese Stelle war noch nicht so toll zusammen, also vielleicht können wir am nächsten Mal wieder was wiederholen. Und so wie gestern bei dem Konzert ist er wieder vor dem Konzert, hat er gesagt, da eilst du ein bisschen, vielleicht musst du ein bisschen warten, bis die Flöte wieder die Phrase abgeschlossen hat. Also bei ihm, der Drang zu dem Perfektionismus hört nie auf. Nun, wenn jemand im Ausland berühmt wurde, dann ist das natürlich für ein kleines Land wie Lettland, das ein halbes Jahrhundert von der Landkarte verschwunden war und mehr als die Hälfte, seit es existiert hatte, da sind wir natürlich stolz und dankbar, dass es wieder jemanden gibt, der der Welt zeigt, dass dieses Lettland existiert. Ich habe keinen sagen, Lett irgendwo getroffen, der sagt, oh, ich habe keine Arbeit, ich lebe sehr arm. Sie sind tüchtig, sie arbeiten. Diese Mentalität, das harte Arbeiten, aber auch die tiefe Liebe zur Musik, die die Letten im Herzen tragen, hat Jansons aus Riga mitgenommen. Sein Vater hatte 1949 einen musikalischen Posten im damaligen Leningrad angenommen. Die Mutter und der 13-jährige Maris reisten 1956 nach. Auftakt in Tempo con Fuoco. Entschuldigen. Ja, schauen Sie, das ist typisch.
Wenn wir probieren, fantastisch, dritte Tag Piano. Wenn man spielt, ach wieder. Bitte, machen Sie das, seien Sie so lieb. Seien Sie so lieb. Ich möchte, dass man, ist so eine Qualität, was, ach mein Gott. Bei zweitem Mal. Ein und. In St. Petersburg ist es wie in London. Das Wetter ist immer ein Thema. Und so war es auch an diesem Tag im März, an dem Maris Jansons uns zu den Städten seiner Jugend und Ausbildung führen wollte. Ergebnisorientiert, wie er auch beim Dirigieren ist, eilte er voraus. Von Station zu Station. Mit uns, einem Kamerateam, einem Fotografen und drei Journalisten. Mit beeindruckender Präzision hatte Jansons diesen Tag vorbereitet. Alle Termine ausgemacht, Wegbegleiter und Freunde alarmiert. Erste Station, die Spezialschule für Musik, so eine Art Gymnasium für Begabte. Früher, da war das auch schon so, dass jeder Ort genutzt wurde, um zu üben. Einfach und bescheiden ist das alles. Die staatlichen Mittel für diese Schule sind heute noch spärlicher als früher. Aber noch immer bringt dieser Ort mit die besten Musiker Russlands hervor. Jansons fördert die jungen Musiker, wo er kann. Und auch in diese Schule hat er schon eine Menge Geld gesteckt. Das Niveau natürlich in Leningrad war viel höher als in Riga. Musikschule, die beste, was kann sein. Und ich habe natürlich das gespürt und das war für mich sehr wichtig. Ich wollte nicht schlechter sein als meine Schüler, ja. Zweitens, ich habe schlecht Russisch gesprochen. Das ist auch ein Komplex. Und du fühlst mich, dass du bist nicht auf demselben Niveau. Du verstehst nicht. Und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Oder du sagst, okay, es ist mir egal. Oder nein, ich zeige, ich muss das schaffen. Mit großem Stolz präsentierten sie die alten Klassenfotos. Eine ehemalige Lehrerin von Maris Jansons und einer seiner besten Freunde in St. Petersburg. Sehen Sie, das war jung. Schauen Sie, er war schon Lehrer. Und ich war nur so ein Schüler. Es war 1956, als der junge Maris in Leningrad eingeschult wurde. Ich lernte Maris noch als Jungen kennen. Ich sah ihn das erste Mal, als er sich im Konzertsaal ganz schüchtern an eine Säule gedrückt hatte. Er wirkte sehr zurückhaltend. In der Musikschule habe ich ihn dann öfter getroffen. Und weil ich seine Eltern schon lange kannte, sind auch wir dann Freunde geworden. Obwohl Maris viel jünger ist als ich. Die Schulleiterin erzählt uns, dass damals, als Maris Jansons hierher kam, rund 60 Kinder um einen Platz kämpften. Jansons war insgesamt 5 Jahre lang an der Schule. Und er wohnte im Internat, so wie ich. Als er in unsere Schule kam aus Lettland, aus Riga, da hatte er schon Geige und Klavier spielen gelernt. Aber hier hat sich sehr bald sein Hang zum Orchester gezeigt. Es gab in unserer Schule schon immer ein eigenes Orchester und in dem hat Maris mitgemacht.
Maris erinnert sich immer mit Liebe und Dankbarkeit an seine Schuljahre. Und insgesamt hat er mitbekommen, was diese Schule immer noch einzigartig macht. Eine umfassende Musikausbildung. Hier war sehr strenge Disziplin. Sehr, weil das wissen Sie. Man fand verlangt, du bist Musiker, du wirst Musiker, Disziplin, alles musst du. Wenn jemand faul ist, dann so weg vom Musikschule, rausschmeißen. Für uns war diese Absolventenklasse mit Maris, das waren für uns einfach die Stars. Und was noch ganz toll war, in dieser Klasse waren sie alle leidenschaftliche Basketballspieler. In dieser Turnhalle hatten sich Jansons und seine Schulkameraden immer mit Sport ausgetobt. Es war ja ein Gymnasium und neben der Musik wurden hier auch andere Fächer unterrichtet. Das war für uns, wissen Sie, wichtig, weil wir waren immer so besetzt mit Spielen und Studieren, viel Musik und so. Und natürlich, das war dann physisch sehr gut. Das nimmt die Nervosität und alle Spannung weg. Die Musikschule, an der der junge Maris den Grundstock für sein musikalisches Können gelegt hatte, gehört heute zum Rimski-Korsakow-Konservatorium. Musikkenner sprechen mit Ehrfurcht von dieser Stätte. Schon Peter Tschaikowski hatte hier studiert. Und später auch Alexander Glasunow, Jascha Heifetz und Sergei Prokofjew. Im Konservatorium begann Maris als Chordirigent und er hat auch als Chordirigent abgeschlossen. Ich war damals Konzertmeister für Cello und spielte auch bei Jansons Abschlussprüfung mit. Er dirigierte die Psalmensinfonie von Strawinsky und zwar glänzend. Das war die beste Dirigentenschule in der ganzen Welt. Einen Star habe ich bei ihm damals nicht erkannt. Ich spürte nur, dass er ein guter Musiker werden würde. Am Konservatorium unterrichtete auch einer der bedeutendsten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. 1937, Schostakowitsch. Dmitri Schostakowitsch. Ein Komponist, der die Kritik am Regime Stalins geradezu meisterhaft in seine Musik hineinkomponiert hatte. Wenn er geschrieben hätte mit Wörtern als Schriftsteller, tot, Stalin hätte ihn ermordet. Alles, was ich bisher von ihm hörte, war auf einem solchen Niveau. Auf dem Niveau eines völlig selbstlosen Musizierens. Ich habe neulich mit dem Kollegen John Elliott Gardiner darüber gesprochen, wie es möglich ist, dass jemand wie Maris, der alles kontrollieren muss, der bis zum Äußersten darauf schaut, dass nichts außer Kontrolle gerät, wieso jemand im Konzert dann so frei sein kann und als Person völlig verschwindet, dass man geradezu gezwungen ist, auf die Musik zu hören und man vergisst, dass Maris dirigiert. Das ist so eine unglaubliche Fähigkeit. Die Musiker sprechen voller Ehrfurcht von diesem Konservatorium, das Ende des 19. Jahrhunderts von dem Pianisten Anton Rubinstein gegründet worden war. Und auch der Zar hatte sich nicht lumpen lassen, wenn es um die Förderung des Musiklebens in St. Petersburg ging. Und das ist dieses goldene Klavier. Hier hast du gespielt Richter, Gilles, Michelangeli, Horowitz, ich weiß nicht, wer noch. Ja, das ist, sehen Sie. Ja, nur doch so. Für Übungen vor dem Konzert sehr gut. Vom Zar, auf seine Bestellung, man hat das gemacht und vom Hermitage hier gebracht. Das ist ein Kunststück, ja.
Das sind alle Chefs, die hier gearbeitet haben. Das ist mein Lehrer eigentlich, Rabinowitsch. Oh ja, Rabinowitsch war weltweit eine Autorität. Und gleich nach dem Konservatorium wurde Maris Assistent von Jewgeni Mrawinski. Sehr starke Persönlichkeit. Ein großer Dirigent. Ein fantastischer Orchesterzieher. Hat wunderbar mit dem Orchester gearbeitet und hat das Orchester natürlich so auf so ein großes Niveau gebracht. Ich kann nur sagen, dass ich glücklich bin, dass ich so viele Jahre neben diesem großen Dirigenten und Menschen, dass ich an seiner Seite arbeiten und lernen konnte. Ich bin mir ganz sicher, dass er in die Geschichte eingehen wird. Und das für die Ewigkeit. Jewgeni Mrawinski starb 1988. Ein Verlust für die Musikwelt. Er war eng verbunden mit der Familie Jansons. Arvid und Maris Jansons waren seine Assistenten und holten sich bei Mrawinski den Schlüssel zum Dirigieren der Meisterwerke russischer Musik. Und so führte uns Jansons natürlich auch in diesen Konzertsaal, in dem er schon als Jugendlicher die Elite der Musik hören konnte. Und auch heute gehören die Leningrader Philharmoniker zu den besten Orchestern der Welt. Im nächsten Jahr wird er mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hierher kommen. Und dann erzählte uns Jansons, wie das damals war, als es noch die Sowjetunion gab. Über die Stolpersteine für Musiker. Herbert von Karajan wollte Jansons nach Wien holen. Doch in der staatlichen Konzertagentur Goskonzert sagte man Njet. Jansons war traurig und Karajan stinksauer. Später aber dann, als sich schon die Perestroika ankündigte, wurde alles ein wenig lockerer. Nun, Maris gehörte zu den 5 besten Künstlern, die im Ausland sehr gefragt waren. Ich war Chefdirigent in Oslo. Eigentlich offiziell, ich habe nie eine Erlaubnis bekommen. Man hat mir nicht erlaubt, Chef dort zu sein. Der Kulturminister hat gesagt, geh dort, dirigiere dort, okay. Aber wir sehen das so. Das, vieles, was war verboten, war auch erlaubt. Das, war die, das können Sie nicht verstehen. Das muss man miterleben. Verstehen Sie, wir hatten sehr delikate Beziehungen zu den baltischen Republiken. Und wir haben immer eine Lösung gefunden, um sie nicht zu beleidigen. Ich denke, dort, wo solche Entscheidungen, wie im Falle Maris Jansons, getroffen wurden, da hat das Baltikum eine Rolle gespielt. Dort im Zentralkomitee der Partei und bei sonstigen Organisationen, da bezweifle ich, dass sie über Jansons Qualität Bescheid wussten. Aber sie wussten, woher er kommt. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Und das hat ihm auch ermöglicht, in 2 Ländern gleichzeitig zu leben. Alexander Puschkin. Люблю тебя, Петра Творенье. Ich liebe dich, du Schöpfung Peters, deine gestrenge, einheitliche Pracht, in dem granitenen Gesteine der Neva königliche Macht und deine schmucken Eisengitter und deiner nachdenkliche Nacht, durchsichtig weißes Lichtgezitter. So wie Alexander Puschkin lieben auch die Jansons ihr St. Petersburg und das Leben rund um das berühmte Mariinsky-Theater. Wir waren auf dem Weg zu Maris Jansons Tochter, die hier mit den Sängern arbeitet. Jansons plagt ein wenig das schlechte Gewissen, wenn er hierher kommt.
weil als Preis für seinen Aufstieg die Familie zu kurz kam. Das ist meine Tochter. In seinem ganzen Leben, ob zu Hause oder bei der Musik, bei meinem Vater muss alles hundertprozentig, ja sogar 200-prozentig sein. Und offen gesagt, alle diese Dinge mag ich auch an ihm. Ich wäre gerne so wie er, aber ich bin eben nicht so wie er. Ich mag seinen Charakter sehr. Und da gibt es ja auch die andere Seite. Er ist im Innersten weich und warmherzig. Und so kenne ich ihn auch. Zu Hause, da türmen sich die Noten und die Partituren. Maris Jansons hat weltweit für seine Interpretationen viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Nicht zuletzt deshalb, weil das Arbeitstier Jansons seine Konzerte so gründlich vorbereitet, im Kopf und lange vor der ersten Probe. Bitte, 20 und. Auf der Bühne zeigt Maris Jansons den totalen Einsatz, fast bis zur Erschöpfung. Seine Frau ist Ärztin. Aber solange er auf der Bühne steht, hat sie keine Angst um ihn. Ein Beispiel. Vor kurzem wurden wir beide in China krank, ein Virusinfekt. Maris hat schrecklich gehustet. So einen Husten habe ich mein Leben lang nicht gehört. Er hustete 3 Tage und 3 Nächte lang pausenlos. Wir haben keine einzige Nacht geschlafen. Doch sobald er auf die Bühne ging, er hatte ja jeden Tag ein Konzert, da war der Husten wie weggeblasen. Es ist irgendein Wunder. Auf der Bühne mobilisiert er sich so, dass man keine Angst zu haben braucht, dass während des Konzertes etwas passiert. Die Bühne heilt. Egal wie seltsam, wie paradox oder sogar wie mystisch das klingen mag. Auf dem Zentralfriedhof in Wien sind viele berühmte Musiker begraben. Und heute noch bringen die Menschen Kerzen und Blumen. Beethoven steht momentan im Mittelpunkt von Jansons Musikkosmos. Diese Musik ist für mich jetzt in diesem Moment die beste Musik. Und ich brenne, wenn ich dirigiere und Beethoven. Und ich fühle, dass so ein Geist wie Beethoven kaum ist ein anderer so starken Geist wie er. Maris Jansons kam 1969 zum ersten Mal auf den Zentralfriedhof und studierte in Wien bei Hans Swarovski, einem der großen Dirigentenlehrer. 1970 holte Herbert von Karajan den jungen Jansons als Assistenten zu den Salzburger Festspielen. Mitten hinein in eine der größten Verdi-Inszenierungen aller Zeiten. Natürlich erinnere ich mich sehr gut an dieses Otello. Ich konnte nicht schlafen. Und ich bin ganze Nacht durch ganz Salzburg gegangen. Aber es war nicht nur dieser berühmte Othello mit John Vickers in der Titelrolle. Herbert von Karajan war gleichsam die Personifizierung von Salzburg. Karajan sei wie ein Vogel gewesen, sagt Jansons. Einer, der von oben die bessere Perspektive genutzt habe, um von dort der Musik zu dienen. Inzwischen kommt Maris Jansons mit seiner Frau jedes Jahr hierher.
Auch mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks war er schon da, als gefragter Gast bei den Salzburger Festspielen. Als Dirigent hat Maris Jansons alles erreicht. Aber eine andere Sache treibt ihn regelrecht um. Dass das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München keinen eigenen Konzertsaal hat. Ein Orchester, das unter den 20 Besten der Welt auf Platz 6 liegt. Dass alle anderen haben einen Saal, das weiß ich, weil ich auch meistens dirigiert habe. Und dass wir sind das einzige Orchester, das ist nicht nur, ich kann sagen, traurig, aber ich finde, das ist eine katastrophale Situation. Ich merke nur sein ungeheures Engagement, sein Herzblut hier. Und ich glaube, er liebt diese Stadt, er liebt dieses Orchester und er braucht einen ordentlichen Konzertsaal für dieses Orchester. Das ist Motivation genug. Motivation natürlich auch für die Orchestermusiker. Der Maestro begnügt sich derweil mit den vorhandenen Konzertsälen in München, der Philharmonie am Gasteig und dem Herkulessaal, und ärgert sich weiter über die mangelhafte Akustik. Aber er will nicht aufgeben, hat er uns noch zugerufen. Wenn München eine europäische Musikstadt sein will, dann braucht sie diesen neuen Konzertsaal. Maris Jansons ist 2008 65 geworden. Mit der gleichen Präzision, mit der er dirigiert, hat er in Amsterdam an die Musiker des Konzertgebauorchesters seinen Geburtstagskuchen verteilt. Er ist einer der letzten der ruhigen und nachdenklichen Dirigenten. Und ein Weltstar, der bescheiden geblieben ist. Das hat wohl mit seinem Lebenslauf zu tun. Und das ist es wohl auch, was die Musiker so sehr an ihm mögen. Ich bewundere ihn sehr. Das war schon immer so. Ein Kollege und ich waren neulich beim Abendessen. Nachdem wir über alles Mögliche gesprochen hatten, kamen wir auch auf Musiker und Dirigenten zu sprechen. Und der andere sagte, Maris Jansons ist doch der Beste von uns allen. Und ich konnte nur sagen, ja, das ist so. Absolutely, that's right.